Hallo liebe Leute, und nun versuchen wir Karten von Team G Great Rocket zurückzuholen in Pokémon Trading Card Game 2. Wo wir momentan in der Fels, im Felsclub sind. Und alle hier momentan so friedlich sind. Naja, zumindest der Felsclub noch. Die anderen wurden ja wohl übernommen. Deswegen wollen wir jetzt mal gucken, dass wir uns gleich die anderen Clubs ansehen. Aber erstmal will ich hier mit den Leuten noch sprechen. Also wurden deine Karten auch genommen. Verzweifle nicht, DJ K.A. Fühl dich frei, die Clubmitglieder des Felsclubs zu duellieren, um ein paar Karten zurückzubekommen. Aber ich, Jean, habe die Härte eines härtesten Steins. Ich mache ein Deck, das Team G als Nummer 1 Deck schwach im Vergleich aussehen lassen wird. Bist du bereit, Jean, den Clubmeister herauszufordern? Ja, starten wir mal mit den Club-Duellmeister. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, aber ich will mal gucken, ob ich die Chance habe. Dann lass uns loslegen. Wir benutzen 6 Preiskarten. Okay. Und wir hören sogar eine Melodie auch aus dem ersten Teil. Das sieht so irgendwie auch ein bisschen aus wie Professor Eich. Das habe ich schon beim ersten Teil irgendwie so empfunden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber aus meinen Augen sieht er wirklich aus wie Professor Eich. So, dann lege ich erstmal Mauzi hin. Ja, für die Bank habe ich nichts. Okay, das wird ein sehr kurzes Duell. Er hat schon 2. Gut, wir setzen unsere 6 Preise. Das sind Preiskarten aus unseren Decks, die wir dann quasi für uns nehmen können. Also sprich, wenn ich jetzt quasi ein Pokémon von ihnen erledige, darf ich eine Preiskarte nehmen. Von den 6, die da jetzt liegen. Wenn alle 6 natürlich genommen wurden, ist das Duell gewonnen. Oder halt, wenn keine aktiven Pokémon aktiv sind. Also wenn ich jetzt beispielsweise kein Pokémon auf dem Feld bin, hat er gewonnen. Na gut. Dann kommt jetzt der Münzwurf. So. Mein Kopf spielt DJK als erstes. Ich habe sogar damals bei dem ersten Spiel einen kleinen Tick-Ring herausgefunden, den ich damals richtig gut beherrscht habe, dass ich immer das bekommen habe oder größtenteils das bekommen habe, was ich wollte. Ich werde es mittlerweile wahrscheinlich nie mehr hinkriegen oder ich muss gucken, dass ich da mich wieder reinfinde. Weil, wie gesagt, man muss einfach nur den richtigen Moment abpassen. Weil ich glaube, das ist wirklich ein bisschen geskriptet, an welchem Moment man wirklich den Münzwurf drückt. Und dann kriegt man meistens wirklich das, was man will. Ich habe es beim ersten Teil wirklich oft hingekriegt. Ja, toll. Gut, der Gegner fängt an von mir aus. Dann starte er. Oh, ein Onix. Wie viel KP hat das Vieh? Das ist mir gerade zu schnell. Okay, es hat 70. Na, Wickel, na toll. Nee, Quatsch. Meint es Geduld. Okay, wenigstens nicht paralysiert. Moment, Geduld kann paralysieren. Das geht aber auch nur bei den Pokémon-Karten. Oh komm, bitte, bitte ein aktives Pokémon. Scheiße, ich habe nur Feuerenergie. Was kann Mauzi überhaupt? Biss oder Furienschlag, na toll. Also nichts wirklich Brauchbares. Damit kann ich nur Pokémon austauschen. Das Moment, Moment, Moment. Was? Wir gucken mal, was er überhaupt noch hat. Ein Tragosso oder ein Onix? Das hat nur... Gut, wisst ihr was? Ich werde erstmal die Feuerenergie auf Mauzi setzen. Nein. Dann benutze ich die Trainerkarte. Oh, ich muss erstmal hinkommen. Die Trainerkarte. Womit ich jetzt, ja, die gegnerischen Pokémon austauschen kann. Er soll erstmal das Tragosso einsetzen. So. Deswegen sind diese Trainerkarten ganz praktisch. Damit können wir nämlich den Spieleinfluss manipulieren. So, und jetzt soll ich erstmal meinen Angriff machen. Sind zwar nur 10 KP, aber Tragosso ist wenigstens nicht ganz so stark. Wobei, hat das nicht auch so einen scheiß Angriff? Jetzt hat er auch noch, okay, das Duell kann dauern. Ich glaube, das ist Heuler, ne? Naja, das war dieses Scheiß mit dem keinen Schaden, Okay. Wir haben einen Glumanda gezogen. Okay, das ist sehr gut. Du kommst direkt auf die Bank, aber ich habe leider meine Feuerenergie am Mauzi verschwendet. Das war dumm. Okay, machen wir mal Kratzkurier. So. Nee. Scheiße. Ach man. Obwohl doch, das war richtig. Nee, war doch nicht. Oh, kein Schaden. Yay. Das ist ja richtig scheiße gelaufen. Oh.
Okay. Ich würde mal sagen, Mauti ist weg. Ah, scheiße. Ich würde mal sagen, dieses Duell werde ich nicht gewinnen. Aber ich zähle trotzdem noch auf Glumanda, wenn ich jetzt eine Feuerenergie kriege. Vulcano, toll. Moment, Angriff. Ja gut, Tratzer ist wenigstens mit irgendeiner Karte. Na gut, dafür brauche ich Feuer, aber das habe ich nicht. Ich hätte meine Feuerenergie einfach nicht am Mauti verschwenden sollen. Das war ein dummer Zug, muss ich sagen. Das war ein echt dummer Zug. Ja gut, der nächste Angriff wird mich erledigen. Ah, je nach zusätzlicher Schadensmarke wird das Pokémon ja natürlich entsprechend mehr Schaden machen. Aber egal, wir verglühen jetzt erstmal das Dragosso. Auch wenn es mir nicht viel bringt. Noch ein Glumanda, toll. Das war jetzt eines der Preiskarten, die ich gekriegt habe, toll. Ein Glumanda. Ich hätte eine Feuerenergie gebrauchen können. Ist sowieso blöd, dass Glut eine Feuerenergie ablegen lässt. Die Energiekarten, wie ihr ja schon gemerkt habt, sind... Oh. Du hast eine Kabuto-Münze. Okay. Die Energiekarten sorgen halt dafür, dass man entsprechend Angriffe einsetzen kann. Farblos, also wenn ein Pokémon ein farbloses Symbol hat. Also sprich dieses Sternchen zum Angreifen. Dann kann man irgendeine beliebige Energiekarte dafür verwenden, deswegen habe ich auch die Kampfkarte für halt den Angriff Kratzer. Und ja, es gibt natürlich auch eine Farblos-Energie, genannt doppelte Farblos-Energie, die natürlich zweifach gilt. Und natürlich auch entsprechend genialer ist. Du kannst auch Glut und... Oh. Okay, machen wir erstmal die Kampfenergie. Und dann greifen wir mal mit Charge. Tackle? Nee, das Tackle nicht. Auf jeden Fall mit so einem Angriff an. Es gibt in diesem Pokémon Trading Card Game Spielen auch sogar spezielle Gameboy Karten, die quasi speziell für die Gameboy Version entwickelt wurden, die es im richtigen Sammelkartenspiel gar nicht gibt. Wenn wir so eine finden sollten oder kriegen sollten, werde ich das euch auch einmal zeigen, wie so eine Karte dann aussieht. Falls ihr nicht sogar schon kennt, wie das aussieht. So, noch eine Feuerenergie. Das ist praktisch. Das kann ich für Glumanda dann verwenden, wenn es entsprechend jetzt schlecht aussehen sollte. Erstmal sollte ich dafür sorgen, dass Vulcano dann erstmal jetzt Glut einsetzt. Ja, weg mit der Feuerenergie. Ist trotzdem ein bisschen blöd. Onix kriege ich nicht so schnell kaputt. Also diese Runde sieht schon mal sehr schlecht aus für mich. Wollen wir ja doch schon einige Preise genommen hat. Ja, gut. Tschüss, Vulcano. So, jetzt brauchen wir noch drei Preise, dann ist das Duell vorbei. Das ist schon mal scheiße. Gut, Glumanda, ich zähle auf dich. Warum ich gerade auch direkt ihn herausfordern wollte, weiß ich auch nicht. Das war eine dumme Entscheidung. So. Der nächste Angriff von Onix wird gleich wieder reinhauen. Das Problem, ich bräuchte Glutexo. Ja toll, jetzt hat er einen Georock. Also das Duell kann ich schon nicht mehr gewinnen. Ich glaube, ich werde gleich einfach mal woanders hingehen. Weil ich muss ihn ja noch nicht mal besiegen. Dicta hat er auch noch. Ah ne, das habe ich gezogen. Ja, Dicta kann nicht so viel. Ja. Schlammbart und Schaufler. Oder, ja, Schaufler müsste das sein. So, das kommt erstmal auf Glumanda. Dann werde ich Dicta erstmal auf die Bank setzen. Und dann mit Kratzer angreifen, damit ich jetzt meine Glutkarte nicht verschwende. Meine Feuerenergiekarte. So, was kriegen wir jetzt? Ponita. Ponita ist richtig gut. So. Felsgrad, na toll. Okay, aber wenigstens sind wir nicht erledigt. Noch nicht. Trotzdem, mit Glut komme ich nicht weit. Warte mal. Scheiße, da brauche ich sehr viel Energie. Für mal Schock. Was kannst du denn überhaupt, Fußtritt? Na komm, du kommst erstmal auf die Bank. Und kriegst schon mal eine Kampfkarte.
In der Hoffnung, dass ich noch ein paar ziehe. So, dann kriegst du Glut ab. Mit etwas Glück können wir es vielleicht noch irgendwie schaffen, aber dafür brauche ich sehr viel Glück. Okay. Sieht auf jeden Fall schon sehr schrecklich aus, weil er ja wirklich schon ziemlich viele Pokémon hat, die viele KP haben. Ja, das war's. Na toll, nur noch zwei. Na komm, ich nehme jetzt einfach mal Dicta als Opfer. Damit ich vielleicht noch die Chance habe, einen Maschok hier irgendwie entsprechend fertig zu machen. Na gut, das war's. Mehr kann ich nicht machen. Jetzt darf er zwei Karten ziehen, dann macht das. Ach, scheiße. Wenn ich sowas mal hätte. Die Runde lief gar nicht gut für mich. Aber ich habe immerhin mein Bestes versucht. Dicta hält wenigstens noch einen Treffer aus. Ist auch schon mal ganz gut. Glutexo, ja, das kommt ein bisschen spät. Ah, nee, das wird nichts mehr. Da wird Maschok mir leider auch nicht den Arsch retten können. Deswegen, da sehe ich jetzt ganz schwarz. Ich würde sagen, dann gehen wir gleich einfach mal. Lassen wir ihn in Ruhe und gehen einfach mal direkt zu den Team Great Rockets Mitgliedern. Das war die mal herausfordern. Ja, gut, Maschok, du wirst jetzt auch gleich drauf gehen. Eine Feuerenergie, na gut, die kann ich auf jeden Fall. Moment. Was bringt Karate? Ja, ich weiß, ich wollte gerade mal herausfinden, was Karate-Schlag bringt. Halt, das war zu schnell. Okay, macht 50 Schaden minus 10 für jedes Pokémon. Ne, für jeden Damage, der... Ja, scheiße. Der entsprechend zugefügt wird. Also quasi kriegen wir 10 KP selber Schaden. So, aber ich setze schon mal das ein. Wenn ich damit dieses Onix wenigstens erledigt kriege, ist das gut. Ich brauche nur noch eine Kampfenergie. Jetzt brauche ich wirklich mehr Glück als alles andere, aber wenn ich irgendwie mit Maschok das reißen will, ja, so schon mal nicht. Dann brauche ich wirklich sehr viel Glück. Achso, wir sind doch nicht paralysiert. Okay, eine Radfratze. Hat alles gerade keinen Sinn, scheiße. Und irgendwas musste ich ja machen. Also jetzt mit Macholo weiterentwickeln. Na ja, gut. Ich würde sagen, dieser Kampf ist definitiv gelaufen. Noch zwei Angriffe und das war's. Ja, jetzt kommt's so. Das will echt nicht mehr viel rumreißen. Achso, nee, wir kriegen... Ach du Scheiße, okay. Jetzt verstehe ich, diese Schadens... Marken sind entsprechend dafür verantwortlich. Na toll, okay, wir haben verloren. Okay, doch noch nicht. Trotzdem, das will nicht lange dauern. Der nächste Angriff ist mein Untergang. Aber dass er jetzt Georock eingesetzt hat, ja, jetzt kann ich wenigstens richtig reinhauen. Ja, jetzt, wo es zu spät ist. So, Aufgabe. Georock ist weg, aber das bringt mir nichts mehr. Ich habe mich selbst umgebracht. Toll. Scheiße, das habe ich auch nicht mehr gewusst. Okay. Das wäre es gelaufen. Scheiße. Okay. Unser erstes Duell war ein reiner Reinfall. Wahrhaftig. Was für eine Enttäuschung. Dein Deck ist nicht stark genug bisher. Wenn du mich nicht besiegen kannst, wirst du keine Chance gegen Team GR Nummer 1 haben. Ja, das dachte ich mir schon. Okay, wir wollen jetzt trotzdem mal die anderen Clubs hier untersuchen. Die Frage ist, wo gehen wir als erstes hin? Ich gehe mal, wobei im Pflanzenclub ist ja keiner. Gehen wir mal in den Blitzclub. Oh, wenn das nicht die GKA ist. Ich wusste, du würdest herkommen. Du willst die Karten, die wir von ihnen gestohlen haben, zurückhaben, wette ich. Nun, zu schade. Bereite dich darauf vor, von Team GR vernichtet zu werden. Aber ich bin gerade zu faul, das selbst zu tun. Nikolas? Ja, was? Oh, okay, die ist weiblich?
Das kann man nicht erkennen! Ja, mit GR Nummer 4. Isaac! Geh voran! Pass gut auf diesen Abschaum auf! Zeig ihm die wahre Kraft unseres neuen Clubs! Wenn du es schaffst, diese zwei zu besiegen, werde ich mich dir annehmen. Ich verschwende nicht meine Zeit mit Schwächlingen, verstehst du? Na gut, dann wollen wir doch mal gucken. Mein Name ist Nikolas. Ich bin ein Blitzclub-Mitglied. So wie es die Kondition von GR Nummer 4 ist, verlangt, musst du mich zuerst herausfordern. Bist du bereit? Ja, wir wollen Nikolas herausfordern. 4 Preise. Ich bin unter dem Befehl, unter Zähne und Nägel zu kämpfen. Okay. Overflow-Deck. Überfluss. Klingt sehr einladend. Ja. Ich brauche ein Diktal. Achso, ich habe kein Basis-Pokémon. Ja, das heißt, wir müssen jetzt nochmal neu mischen und neu ziehen. Weil wir brauchen mindestens ein Basis-Pokémon, damit wir entsprechend richtig loslegen können. Basis-Pokémon sind natürlich die Pokémon der ersten Stufe. So, jetzt muss ich gerade gucken. Ich habe Glumanda und Ponita. Was wäre gerade besser? Ich glaube Ponita. Aber ich habe keine... Doch, ich habe eine Feuerkarte. Ja, ich würde sagen, ich setze Ponita ein. Als erstes Pokémon. Und Glumanda auf die Bank. So. Will habe ich als Trainerkarte. Das ist schon mal sehr praktisch. Na gut, dann machen wir den Münzwurf. Ach Mensch, immer fängt der Gegner an. Na gut. Aber ich glaube in der ersten Runde darf man angreifen. Das ist scheiße. Das ist nicht wie bei Yu-Gi-Oh! Wo der erste dann wirklich noch im Vorteil ist und dann halt noch nicht angegriffen werden kann. Feuerenergie und Mascholo, das ist schon mal sehr gut. Weil ich habe ja schon mal einen Maschok und den kann ich auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. So, Ponita, du kriegst schon mal eine Feuerenergie. Ich kann noch nichts machen, aber... Habitat kann sowieso, glaube ich, nur Schnabel. Schlaf? Oh, bitte nicht. Juhu, wir schlafen nicht. Okay, Glück gehabt. Noch eine Elektroenergie. Ja, es kann nur Schnabel. Das ist wahrscheinlich schon mal so als Vorsorge für die Entwicklung. Hat er auf jeden Fall einen Ibitag. Aber warum hast du als Elektro-Clubleiter Vogel-Pokémon als Karten? Die eigentlich schwach gegen Elektro sind. Dieses Habitag wäre schwach gegen Elektro, kann ich euch auch mal zeigen. Die Pokémon haben sogar entsprechende Schwächen. Da unten steht Schwäche, Blitz und Resistenz gegen Kampf. Das heißt, mein Maschok hätte da schon mal große Probleme. In dem Fall müsste das eigentlich Boden sein, aber die Karten fallen sich anders im Vergleich zu den eigentlichen Pokémon-Spielen. Da muss man wirklich anders denken. Macht dieses Kartenspiel schon etwas komplexer, sag ich mal. So, dann treten wir jetzt. Stampfer! Ich finde, die Animation sieht schon ziemlich amüsant aus. Unser Ponita wird als erstes fallen. Das ist schon mal ein bisschen problematisch. So. Okay, das wäre noch eine Feuerenergie. Das ist schon mal sehr gut. Dann spiele ich schon mal diese Kampfenergie auf Mascholo. Ich darf ihn noch nicht weiterentwickeln. Nein, das geht noch nicht. Und dann greifen wir mit Flammenschweif an. Dann ist sogar Habitag weg. Das sehe ich jetzt erst. Gut, wir können den ersten Preis nehmen. Das ist schon mal sehr schön. Nehmen wir den hier. Glutexo, okay. Glumanda könnte ich auch weiterentwickeln. Und ein Magnetilo setzt da ein. Das alles ist, das hat auch nur 40 KP. Er setzt noch eins auf die Bank. Ich brauche nur einen Maschok, dann habe ich im Prinzip schon so gut wie gewonnen, weil die schwach gegen Kampf sind. Meine ich die Elektro-Pokémon. Okay, das ist erledigt. Jetzt ist die Frage, setze ich ein Opfer ein oder... Ich mache 20 Schaden. Das ist nicht gerade wenig. Moment. Ich opfere Radfratz, würde ich sagen. Bis Maschok halt entsprechend Energie hat. So,
So, das heißt, du kriegst nochmal eine weitere Kampfenergie. Und ich entwickle dich direkt weiter. Weil da kann ich nämlich gleich richtig zuschlagen. So. Und wir sind fertig. Lassen wir einfach erstmal gerade auf uns zukommen, was hier jetzt gerade abgeht. So viele Magnetilus wir haben, die werden sowieso gleich alle untergehen. Es wird keins von denen wirklich überleben. Dafür werde ich schon sorgen. Dafür opfere ich gerne, mein Ratzbratz. So, Magnetismus. Okay, jetzt erledige ich meinen Ratzbratz direkt. Das ist scheiße. Gut, aber Maschok kann ich trotzdem einsetzen. Der Schlag müsste eigentlich reichen. Normalerweise. Wir kriegen sogar noch eine Kampfenergie. Dann würde ich sagen, benutze ich doch lieber erst die Kampfenergie. So. Und dann greife ich mir mal damit an. Das müsste eigentlich reichen, wie gesagt. Sogar 100 wegen Schwäche. Sehr gut. Wie gesagt, der hat jetzt keine Chance mehr. Egal, was er jetzt noch einsetzt, er hat noch einen Habitag-Scheiße. Trotzdem, da finde ich auch noch eine Lösung für. Wir können die Pokémon in diesem Spiel natürlich auch austauschen, die Pokémon-Karten allerdings im Austausch für eine Energiekarte, die wir dafür halt abdrücken müssen. Ich glaube, da steht sogar auch drauf, auf der Karte, wie viel man genau an Rückzugskosten abgeben muss. Hier in dem Fall 3 Energiekarten, das sind nicht gerade wenig. So, du bist resistent. Wie viel wird davon abgezogen? Scheiße, das steht da gar nicht. Normalerweise bei den richtigen Pokémon-Karten steht das. Ich setze trotzdem noch meine Kampfkarte drauf. So, Glumanda, du kriegst auf jeden Fall auch noch Energiekarten. Oh ja. Wobei, ich glaube, dieser Kampf ist trotzdem so gut wie gewonnen. Machen wir mal das hier. Ja, der nächste Angriff reicht. Okay. Ich muss Planänderung. Na scheiße, dann kann ich jetzt Dings nicht mehr machen. Okay, das war ein bisschen dumm. Ich meine gerade, ich habe einen richtig dummen Fehler gemacht. So, aber trotzdem, ich brauche nur noch eine Energie. Wobei ich kann noch. Gut, dass ich das gerade sehe. Ich kann trotzdem noch gewinnen. So, dann kriegst du erstmal eine Energiekarte, Glumanda. So, und dann würde ich sagen, machen wir Karateschlag, weil das müsste eigentlich reichen. Ich habe keine Schadensmarken. Also müsste das auf jeden Fall 20 KP abziehen. Yes. So, nur noch eine Preiskarte und wir haben ihn. Feuer, perfekt. Wir können nicht mehr verlieren. Selbst wenn es jetzt so weit kommen sollte, dass du... Scheiße, das ist auch stark gegen Kampf, ne? Okay, mach nur. Macht keinen Schaden? Das war Rutenschlag, oder? Irgendwie so war das doch bei Porenta. Naja, wir haben noch... Ja, gut. Leute, der Kampf ist sicher. Wir kriegen unseren ersten Sieg. Sehr schön. Nach der Niederlage gegen den Clubmeister ist das auf jeden Fall schon mal was Schönes. So, dann würde ich sagen, mache ich nochmal Karateschlag. Und zu guter Letzt dann auf jeden Fall Aufgabe. Dann habe ich ihn definitiv in der Tasche. Jetzt erlernt er greift vorher schon mal noch an, dann wird es doch etwas länger noch dauern. Nee, wir haben gewonnen. Also gut, Leute, dieser Kampf ist sicher. Ich brauche gar nichts mehr machen, nur noch Aufgabe und fertig. Perfekt. Dann nehme ich gerne noch 20 KP Schaden entgegen. So, dafür kriegen wir noch ein Radplatz, was wir eh nicht mehr einsetzen können. Und die Entscheidung ist, wir haben gewonnen. Tja, Nikolas, dein Nick ist wohl nicht so das Beste. Isaac ist der Nächste. Behandle ihn leicht. Er ist stark. Naja, im Prinzip ist das ein kleines Wortspiel, was man nur im Englischen machen kann. Okay, mit dem ersten Sieg würde ich sagen, beende ich diesen Part hier auch. Und beim nächsten Mal gucken wir, ob wir Isaac auch geschlagen kriegen. Mit unseren Pokémon. Vielleicht haben wir nochmal so ein Glück wie vorhin. Schauen wir mal, wie es läuft. Deswegen sage ich einfach mal, bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen, liebe Leute. Und dann hoffentlich werden wir uns zu GR Nummer 4 durchkämpfen.